Also das ist eine ganz aufregende Woche mit der ILA 2018. Ganz, ganz viele Besucher. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat einen sehr großen Stand mit 700 Quadratmetern und wir zeigen natürlich unsere Technologieentwicklung, unsere Wissenschaft und ganz, ganz tolle Innovationen. Und im Allgemeinen, das Partnerland ist Frankreich, es sind sehr viele internationale Gäste hier und es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, wie wir in der Luftfahrt und in der Raumfahrt in die Zukunft gehen.